von Sensibelchen, gar Bundesliga-untauglich, wie nach dem 2:8 gegen eine von vielen Fragen bei den schwarz-weißen Gladbachern. Die Anfangsphase, Ecke Flipsen. Stefan Paslak, über ihn sollte es noch einiges zu erzählen geben. Erneut Ecke Gladbach, Karl-Heinz Flipsen, der Ersatzkapitän, Polster! 1:0 für Gladbach, gerade mal 3 Minuten waren gespielt, Toni Polster. Oh, wie wichtig dieses Tor für die Psyche, für das Selbstvertrauen der Borussia. Der Fehler von Mandecker Thomsen, Polster und Kapitanovic verpasst auf der Linie. Dieser Toni Polster, der einzige der Neuen in Gladbach, der bisher alle Erwartungen erfüllte. Und Friedel Rausch, ich bin stark genug, diese Mannschaft zu motivieren, hatte er gesagt. Schien zuzutreffen. Und das offensichtlich auch für Karl-Heinz Flipsen. In seiner Rolle als Persona non grata, als unerwünschte Person und als Ersatzkapitän plötzlich hellwach. Er übernahm Verantwortung und ließ sich feiern.